Also ein Anrufer hat uns gegen 3 Uhr gemeldet, dass ein Trafo auf einem Firmengelände brennt. Es ist keine BMA ausgelöst worden. Daraufhin hat sich der Löschzug der Abteilung Schmieden in Gang gesetzt. Wir sind hier dann mit 3 Fahrzeugen erstmal angerückt. Der Werkschutz des Betriebs hat noch kurz auf sich warten lassen, weshalb sich die anfänglichen Löscharbeiten etwas verzögert haben. Und nachdem dann das Tor offen war, haben wir dann erst das Ausmaß gesehen. Da hat eben ein Niederspannungstrafo im Vollbrand gebrannt und eine Lagerhalle war direkt im Anschluss in Gefährdung. Also dadurch, dass die Flammen so stark waren, mussten wir einfach schauen, dass das Feuer nicht auf die Lagerhalle übergreift, weil sich auf der Lagerhalle auch eine Photovoltaikanlage befand und wir da einfach sicher gehen wollten, dass das Feuer nicht überspringt. Deshalb haben wir dann auch relativ schnell die Drehleiter und weiteres Löschfahrzeug von der Abteilung Fellbach angefordert, um eben den Dachbereich zu kontrollieren. Ja, also momentan sind mir noch keine Schäden bekannt am Dachbereich. Die Drehleiter prüft weiter ab. Es sind jetzt auch die Stadtwerke vor Ort, die sich zufälligerweise eben oder glücklicherweise auch in der Feuerwehr befinden. Das heißt, hier wird jetzt momentan noch geprüft, wie weit Schäden vorhanden sind. Ja, genau. Also durch die hohe Spannung mussten wir eben am Anfang erstmal auf Abstand gehen, weil der Strom tatsächlich über den Löschstrahl in das Rohr bzw. dann auf den Feuerwehrmann übergreifen könnte. Deshalb haben wir am Anfang erstmal begonnen, die Fassade der Lagerhalle zu kühlen und haben dann durch die Netze BW den Strom abschalten lassen. Nachdem das gewährleistet war, konnten wir dann den Brand tatsächlich erst angreifen. Genau, wenn dann die Türen offen sind, dann geht es relativ schnell. Also insgesamt sind jetzt 30 Einsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen vor Ort. Und der Brand müsste jetzt dann auch aus sein.